Guten Morgen und willkommen zu Tag 2. Wir sind noch immer in Grado frühstücken gerade und haben uns heute vorgenommen, so eine 40-Kilometer-Etappe, obwohl wir noch nicht genau wissen, ob wir es machen. Es gibt dann bei 30 Kilometer auch noch eine Start, also eins von beiden wird es heute werden. Sehr lecker. Gutes Frühstück, schon kräftig, aber was brauchst du für den Tag? Erstens war die Etappe ja mehr als schön und ich nehme mal an, das wird sich heute fortsetzen und darauf freue ich mich schon sehr. Bis später. Tolle Sache, der zweite Tag startet richtig gut. Wir sind schon so gute 2 Kilometer unterwegs, haben gerade eine schöne, richtige Bergauf-Etappe, wo ich dachte, puh, wenn das heute so weitergeht, wird es noch hart mit den 40 Kilometern. Und dann haben wir so eine richtig schöne Hortensien gesehen. Ich denke mal, ich filme das auch natürlich. Und ich glaube, der Yves hat sich gedacht, na, vielleicht mache ich da auch ein Foto davon. Und dann kommt drauf, wo ist eigentlich mein Handy? Und wie wir frühstücken waren, hat er es dort angesteckt und vergessen. Und jetzt machen wir was man am Camino normalerweise nie macht. Und das ist zurückgehen, 2 Kilometer. Okay, weih uns ein, wie fühlst du dich? Zumindest ist das Handy da. Ich habe schon überlegt, was mache ich, wenn es nicht da ist. Und macht so, eigentlich schade um die Zeit, dass wir zurückgegangen sind. Weil hätte ich es ja nicht können. Wir haben jetzt das Handy geholt und weil wir ja in die andere Richtung gegangen sind, also nicht die richtige Richtung auf dem Camino, sondern die entgegengesetzte Richtung, haben wir jetzt echt viele Pilger gesehen. Und das verwundert doch, weil der Primitivo ist ja normalerweise nicht der dicht besiedelste oder begangene Camino. Eine steile Etappe hier. Ich weiß nicht, ob man das so erkennt am Video. Ich glaube nämlich tatsächlich nicht. Ich zeige es mal hier hinten. Ich glaube, da kennt man es auch nicht. Das ist sehr toll. Aber es ist relativ anstrengend. Wir haben uns überlegt, hier an die Bar zu gehen. Einen kleinen Drink einzunehmen. Hier liegen schon alle Flaschen für uns parat. Hier müssen wir ein bisschen aufräumen, aber da können wir da schön was trinken. Einen kleinen Vino. Im ersten Stock. Oder? Gibt es ein gemütliches Bett mit Klimaanlage. Im ersten Stock meinst du? Ja, das Klimaanlage läuft schon. Ah, er ist sehr luftig. Luftig. So, und nicht vergessen, hydrate yourself. Hallo, das ist unsere erste Pause am zweiten Tag. Wir sind jetzt 14 Kilometer unterwegs. Es wären aber erst 11 Kilometer von Grado, weil wir einen kleinen Umweg gemacht haben, sind wir jetzt schon 14 Kilometer unterwegs. Das Wetter ist halt wirklich super. Es scheint keine Sonne, es ist recht kühl und das ist das ideale Wetter, um lang zu marschieren. Und jetzt werden wir noch kurz ausrasten und dann geht es auch wieder weiter.
Also, wir sind jetzt den zweiten Tag hier und ich muss sagen, ich bin so begeistert vom Camino Primitivo, weil er einfach so grün ist, es ist alles so saftig, es führt so viel wirklich in der Natur entlang und nicht die ganze Zeit auf Straßen oder Städten, so wie es bei vielen anderen Caminos der Fall ist. Alle Caminos, wo ich bis jetzt war, ist der, wenn es um die Natur geht, mein Favorite. Wir haben jetzt fast 24 Kilometer hinter uns und wir gehen so über den Eve und wir reden so über den Camino und da gibt es irgendwie den Spruch Camino provides. Und ich sage, weißt was, ich hätte richtig Lust auf ein Cola. Und wir sind aber da hier nirgendwo. Ja? Dann gehen wir ein, zwei Minuten und jetzt schaut mal, was hier steht. Ich hoffe, geht. Ein Coca-Cola-Automat. Also der Spruch wurde wieder mal bestätigt, Camino provides. Hallo, ein kurzes Update. Wir sind jetzt in Salas angekommen. Das ist, glaube ich, so 25, 26 Kilometer von Grado entfernt. Und weil das ja auch immer wieder gefragt wird in den Videos, wie schaut es überhaupt mit dem Essen aus auf dem Camino? Was isst man denn da die ganze Zeit? Es ist wirklich so einfach. Wir waren gerade im Supermercado und habe ich mir einfach so ein Pizza-Dings gekauft und esse Käse dazu mit Wasser. Also, es ist nicht mehr. Und der Yves hat genau das Gleiche. Der hat schon seinen 1,5 Liter Wasser, glaube ich, ausgetrunken. Aber im Endeffekt, ja. Ich halte euch ein bisschen am Laufen, was wir die ganze Zeit essen, aber das war jetzt einmal so eine Mahlzeit einfach vor der Kirche. Weil heute nach Timeo. Das ist nämlich ideal, wenn ich ein Video aufnehme, dass dann ganz genau die Kirchenglocken läuten. Also, bis zum nächsten Update. So, wir haben die liebe Bärbel getroffen aus Deutschland. Die wechselt jetzt vom Primitivo auf den Norte, weil es hier zu voll ist, richtig? Ja, genau. Es gibt keine Schlafplätze. Willst du noch irgendwas sagen? Euch viel Glück und uns allen einen schönen Weg. Das ist ein schönes Abschlusswort. Oder, Yves? Geil. Neues Update. Nach 31 Kilometern. Wir waren jetzt... Wie heißt die Stadt nochmal? In Salas. Und da hat es geheißen, dass überall alles ausgebucht ist. Und also nicht nur in Salas, sondern in allen weiteren Städten auch. Und irgendwie haben wir das schon gemerkt, weil halt so viele Peregrinos unterwegs sind. Das ist sehr untypisch. Aber anscheinend haben wir die Urlaubszeit und das heilige Jahr unterschätzt. Zumindest wirkt das für mich so. So, und jetzt werden wir trotzdem unsere 45 Kilometer Etappe machen. Also wahrscheinlich. Und werden dann schauen, ob der Spruch Camino provides auch zutrifft. Ob wir doch irgendwas zum Schlafen finden. Ansonsten war Yves' Idee, dass wir noch 40 Kilometer. Also, ich muss sagen, nein. Ich will keine 85 Kilometer an einem Tag gehen. Aber wir werden schon irgendwas finden. Der Camino wird das schon irgendwie regeln. Mache ich mir wenig Sorgen. Hallo, willkommen zurück. Ein neues Update von Tag 2. Ist doch Tag 2 eigentlich? Ja, Tag 2. Und zwar wollten wir nach Tineo gehen.
Das haben wir jetzt aber gecancelt, weil wir gehört haben, dass alles ausgebucht sein soll, überall. Und das deckt sich auch mit unseren Erfahrungen, wie viele Leute wir schon getroffen haben. Es ist überflutet mit Pilgern, das ist wirklich schlimm. Und deswegen haben wir die Überlegung gehabt, wir fragen einfach in jeder Alberge, die jetzt am Weg liegt, ob es irgendeinen Platz gibt. Und nein, es war alles voll, aber Camino provides wieder. Und zwar hat uns eine nette Dame von der Alberge auf Donativo das hier organisiert. Und zwar zwei Matratzen am Boden. Und das ist doch besser, als draußen zu schlafen. Da sind wir sehr glücklich drüber, oder, Yves? Voll. Also wir sind jetzt hier. Wir werden uns jetzt klassisches Pilgerleben gönnen. Also Sachen waschen, uns selber waschen, irgendwo ein Pilgermenü finden. Und dann werden wir auch schon relativ früh schlafen gehen, denke ich. Weil morgen gibt es nämlich die Abzweigung auf die Hospitaleros-Route. Und das ist über diesen Bergkamm drüber. Und das würden wir gerne machen. Wir haben uns auch zu wenig informiert, aber ich denke, dass es 24 Kilometer auf der Route sind, wo nichts dort ist, wo man nicht schlafen kann, wo man sich nicht verpflegen kann. Und deswegen wäre die morgige Etappe 52 Kilometer lang. Und wir sind am Überlegen, das zu machen. Es ist natürlich extrem herausfordernd und vor allem auch, weil die Etappe bergauf geht, die ganze Zeit, also man erklimmt ja praktisch den höchsten Punkt des Caminos hier. Und das bei nur 52 Kilometer. So, jetzt habe ich wirklich lange rumgeredet. Wir sind müde, wir sind gerade angekommen. Wir wollen uns jetzt echt einmal fertig machen und debattieren noch, wie wir das genau damit morgen machen. Also, buen camino.